Wo sauberer Strom fließt, ältestes Kraftwerk der Salzburger AG im Almkanal. Der Countdown läuft, ab September nur mehr Digital-TV. Und richtiges Lüften, Tipps der Energieberatung der Salzburger AG. Das sind die Themen und somit herzlich willkommen beim Salzburger AG Magazin. Das älteste Kraftwerk der Salzburger AG wird im Almkanal zwischen Königsseeache und der Stadt Salzburg betrieben. Dorthin machen wir gleich einen Abstecher. Zuvor geht es aber noch unter den Festungsberg zur Almkanalabkehr, die jedes Jahr im September stattfindet. Der Almkanal ist das älteste Wasser- und Energieversorgungssystem Mitteleuropas. Dieser führt von der Königsseeache bei Grödig in die Stadt Salzburg und mündet hier in die Salzach. Der Höhenunterschied von Grödig bis Salzburg entspricht 46 Meter. Pro Sekunde werden normalerweise 5500 Liter Wasser transportiert. In Salzburg-Nonntal auf der Rückseite der Festung ist der Einstieg für die sogenannten Almkanalführungen. Also wir sind jetzt an der geologischen Nahtlinie zwischen Festungsberg und Mönsberg. Das ist der Ausgang des sogenannten Stiftsamstollens. Hier geht vom hangenden Stein kommend der Almkanal in die Altstadt. Und von hier teilt sich der Almkanal auf 5 Arme auf und mündet in die Salzach. Ist man mal drinnen, sieht man sehr schön die bewegte Geologie des Berges. Angefangen von kleinen Tropfsteinen, den sogenannten Stalaktiten und Stalagmiten. Bevor die Führungen Anfang September beginnen, gibt es noch eine genaue Prüfung des Stollens, um die Sicherheit der Besucher zu gewährleisten. Es waren überhaupt im 18. Jahrhundert 2 große Erdbeben in Salzburg und da ist natürlich ein bisschen was kaputt geworden bei uns, weil wir finden zu diesen Jahreszahlen die meisten Renovierungsabschnitte hier im Stollen. Mystisch wird es spätestens dann, wenn man am Boden die geschliffenen Grabplatten sieht. Diese Platten stammen teilweise aus dem geschliffenen Friedhof vorm Dom. Auch die Festungsbahn wurde bis 1959 durch ein Pumpenrad mit dem Wasser der Alm betrieben. Und dieses Pumpenrad hat Wasser auf die Festung hinaufgepumpt und die alten Waggons der Festungbahn haben vorne eine Spitze gehabt und eine Auffangmöglichkeit für das Wasser. Dadurch wurde die Festungsbahn schwer und hat die unten war, heraufgezogen und die Schwere ist heruntergefahren. Die Klimaanlage des Festspielhauses wird nach wie vor durch den Almkanal betrieben, sowie das Notstromaggregat der Salk. Auch die Salzburg AG betreibt nach wie vor ein Kraftwerk im 12 Kilometer langen Kanal, das Kraftwerk Eichetmühle bei Grödig. Dieses Laufkraftwerk ist das älteste Kraftwerk der Salzburg AG und wurde im Jahr 1899 erbaut. Der Countdown läuft. Analoges Fernsehen wird in ganz Österreich ab September abgeschaltet. Die Digitalisierung bringt auch Vorteile. Wie HBB-TV, Internet und vieles mehr. Ab September 2016 wird das Kabelfernsehen der Salzburger AG nur mehr digital gesendet. Alte Röhrenfernseher wie dieser sind dann out. Das sind jetzt einfach die Geräte aus einer Generation, die einfach jetzt auslaufen werden. Man wird auf eben, wann die Analogabschaltung dann durchgeführt wurde, dann wird dieses Gerät ohne eine zusätzliche Box nicht mehr die normalen Programme empfangen können. Es wird also Zeit zu wechseln. So kann man auch die vielen Vorteile der digitalen Übertragung nutzen. Digitales Kabelfernsehen ist heute Stand der Technik. Es bietet bis zu 170 Fernsehkanäle in gestochen scharfer Bild- und Tonqualität. Auch HD-Fernsehen ist möglich, es ist nochmal eine höhere Bildauflösung. Und digitales Kabelfernsehen ist bei jedem Kabelkunden freigeschaltet. Man muss nur ein digitales Gerät anschließen, Sendersuchlauf durchführen und schon schaut man ohne Mehrkosten digitales Fernsehen. Durch digitales Fernsehen kann Cablelink allen Salzburger AG-Kunden bestes Fernseherlebnis und TV-Unterhaltung anbieten. Also jetzt 2016 wird ein sehr interessantes Jahr für alles, was Unterhaltungselektronik und Fernsehen betrifft. HBB-TV wird natürlich immer stärker und immer mehr werden. Wir haben Oberflächen, mit denen wir keine Zusatzgeräte mehr brauchen. Und wir haben natürlich jetzt mit 4K die vierfache HD-Auflösung, die von der Qualität natürlich sehr, sehr gut ist. Voraussetzung dazu natürlich digitale Quellen wie DVB-C, DVB-S oder DVB-T. Also die neuen Technologien, die es eben jetzt gibt, so wie HBB-TV. HBB-TV ist ein Internetdienst, den ich nutzen kann, wo ich mit meinem Gerät auf Portale zugreifen kann, die teilweise kostenlos sind, wo ich auf Mediatheken zugreifen kann, die zwar was kosten, wie Netflix, Maxdome und solche Dinge. Von den Signalen her ist es jetzt so, wir haben eben DVB-C, steht für Digital Video Broadcast Kabel, also digitales Kabelfernsehen. Dann haben wir DVB-S, steht für digitales Satellitenfernsehen und DVB-T für terrestrische Signale, die noch von den Sendern wie der Geisberg zum Beispiel gesendet werden. Nach der Umstellung auf digitales Fernsehen können Sie zum Beispiel Mediatheken nutzen oder mit dem Fernseher ins Internet einsteigen.
Was natürlich jetzt bei den neuen Geräten genauso möglich ist, ist eben jetzt diese ganze Internetnutzung. Wir haben eben schon in der Oberfläche der Geräte jetzt zum Beispiel MacStone, Netflix, Amazon Instant Video integriert. Das heißt, ich brauche keine extra Geräte mehr dazu. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, zum Beispiel YouTube oder was auch immer dementsprechend zu verwenden und direkt eben auf diese Daten zuzugreifen. Das heißt, man braucht keinen Computer mehr dazu. Wir empfehlen unseren Kunden bereits jetzt auf digitales Kabelfernsehen umzusteigen und so alle Vorteile nutzen zu können. Informieren Sie sich im Internet oder melden Sie sich bei uns. Wir helfen Ihnen und unterstützen Sie bei der Umstellung. Auf der Webseite haben wir auch einen Quick-Check. Da können Sie sich informieren, ob Sie noch analog oder bereits digital fernsehen. In den Sommermonaten freuen sich viele Gartenbesitzer über eine reiche Ernte. Das Bewusstsein für Nachhaltigkeit steigt, denn vieles kann man auch haltbar machen, indem man Obst und Gemüse einkocht. Michaela Burgstaller-Stritzinger war bei der Foodbloggerin Anke Eder im Flachgau. Wir sind mitten in der Zucchini-Zeit. Wir machen jetzt gemeinsam ein Rezept, nämlich eingelegte Rosmarin-Zucchini und nehmen uns da jetzt noch was mit von der Kräuterspirale. Genau, nämlich den Rosmarin. Ganz wichtig beim Einmachen und Einkochen ist, dass die Gläser steril sind und sauber sind, aber auch, dass die Früchte keinen Schaden haben, also dass nicht irgendwo Fäulnis vorhanden ist, weil das wirkt sich negativ auf die Haltbarkeit dann des Kochgutes aus. Energieeffizient sterilisieren kann man im Schnellkochtopf, wenn man jetzt nur ein Glas zur Verfügung hat. Das stellt man, füllt man Wasser ein, stellt das Glas mit der Öffnung nach unten rein und sterilisiert 20 Minuten. Wenn man zum Beispiel einen Dampfgarer hat, kann man die Gläser bei 100 Grad 15 Minuten lang garen lassen. Oder man verwendet den Backofen und sterilisiert die Gläser für 30 Minuten bei 180 Grad. So, beginnen wir aber mit unseren eingelegten Rosmarin-Zucchinis. Als erstes wird das Olivenöl erhitzt, darin wird Knoblauch und Zwiebel glasig gedünstet. Dazu geben wir nun Weißwein, Weißweinessig und Gemüsebrühe. Jetzt kommen noch Gewürze dazu, nämlich 3 Lorbeerblätter kommen rein, Nelken, Wacholderbeeren. Das dann mal jetzt aufkochen lassen und dann schmecken wir es mit ein bisschen Zitronensaft, Zucker und schwarzem Pfeffer ab. Wann kommt jetzt der Zucchini dazu? Ganz zum Schluss. Wir kochen das jetzt nochmal heiß auf. Und dann schneiden wir den Zucchini in dicke Scheiben und lassen ganz kurz mitköcheln und füllen es dann heiß ins Glas ab. Wie lange hält denn jetzt so ein Zucchini-Glas? Ungefähr ein Jahr bei kühler und dunkler Lagerung. Und zu was kann man das servieren? Wo passt das gut dazu? Ja, passt ganz super zu Fisch, zu Fleischgerichten, aber auch jetzt hervorragend zur Grillsaison. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, jetzt auch so richtig Lust auf diese wunderschönen Zucchini haben, dann finden Sie unser Rezept zum Nachkochen auf www.spare-energie.at. Welche Gefahren birgt das Internet? Und wie können Eltern die Internet- und Smartphone-Sucht ihrer Kinder verhindern? Ein paar Tipps zeigen wir Ihnen jetzt. Besonders Jugendliche kennen sich im Internet besser aus als ihre Eltern und fühlen sich dort auch sehr wohl. Auch viele ihrer sozialen Kontakte, also Schulfreunde, bewegen sich dort. Besonders ein übermäßiger und einseitiger Internetkonsum macht dann süchtig. Problematisch wird es dann, wenn ich nur noch mehr einseitig bin, wenn ich sagen, mein ganzes Tun und Handeln sich nur noch mehr konzentriert auf das Internet und alles andere für mich uninteressant wird. Meistens sehen Jugendliche kein Problem in ihrem Internetverhalten. Eltern wiederum bemerken, dass sie Leistungen in der Schule nachgelassen haben, dass der Jugendliche keine realen Freunde mehr hat. Sprechen Eltern mit den Kindern, kommt dann oft massiver Widerstand auf sie zu. Bei Jugendlichen, die sonst aber nicht aggressiv sind. Also das heißt, meistens leiden die Eltern mehr als die Jugendlichen scheinbar. Und so kommen sie dann oft auch zu uns und wir bemühen uns dann, die Jugendlichen auch zu motivieren, doch das Verhalten irgendwie in den Griff zu bekommen. Besonders soziale Netzwerke und Computerspiele machen süchtig. Aber jetzt alles der Reihe nach. Beginnen wir mit Facebook und Co., die hauptsächlich über das Handy verwendet werden. Ja, es gibt einen großen Bereich Kommunikation, der bei den Jugendlichen, Burschen wie Mädchen, ungefähr die Hälfte der Zeit ausmacht, die sie im Internet verbringen. Und da ist natürlich so eine Plattform wie WhatsApp und vorher Facebook ganz, ganz spannend für die Identitätsentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Und deswegen entsteht dort oft auch so etwas wie ein sozialer Druck, ich muss da dabei sein.
Was können also Eltern tun, wenn es sich um die Internetnutzung der Kinder handelt? Versuchen immer dran zu bleiben, ja, mit dem Jugendlichen zu reden und wirklich bestimmte Kriterien festzulegen. Ja. Also wir sind eher dagegen, einen Jugendlichen sehr bald oder ein Kind muss nicht mit 6 Jahren schon ein Handy haben zum Beispiel. Ja. Weiters kann es im Internet zu sexueller Belästigung und zu Cybermobbing kommen, also wenn Kinder anonym und rund um die Uhr belästigt werden. Naja, durch diese Anonymität, die da gegeben ist, trauen sich natürlich Jugendliche anderen was reinzusagen, was man so in der direkten Kommunikation nicht tun würde, weil man es einfach nicht traut. Und dadurch entstehen natürlich Kränkungen und Verletzungen, die natürlich schwerwiegend sein können. Aber auch Internet-Computerspiele haben einen hohen Suchtfaktor. Aber dort ist man auch in einer Gilde, in einer Gruppe, die ohne einen eine Mission nicht erfüllen kann. Und wenn man da aussteigt, weil man sagt, man muss die Hausübung machen, dann ist es oft sehr, sehr schwierig, das durchzuführen. Unterm Strich zusammengefasst sind die Eltern gefordert, ihren Kindern den richtigen Umgang mit dem Internet beizubringen und Süchte zu erkennen. Wenn sozusagen alle Tagesgeschehen oder Tagesordnungen dem untergeordnet sind, wenn es nicht mehr fähig ist, Sachen auszuführen, ja, und aggressiv wird oder Schlafentzug hat, ja, das sind so erste Anzeichen, unter Anführungszeichen, wenn jemand zu sehr abhängig ist von dem. Ich habe einmal einen Anruf eines Vaters gehabt, der 3 Kinder hat und eines davon hat gesagt, das geht vom Computer nicht mehr weg, was er tun soll. Und da haben wir längere Zeit besprochen, was er schon probiert hat, welche Lösungsversuche schon da waren und welche Möglichkeiten er hat, hier auch Hilfe und Unterstützung zu holen. Zeigen Sie also Interesse an der Mediennutzung Ihrer Kinder und reden Sie darüber. Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an eine Einrichtung, die sich mit der Internetsucht beschäftigt. Richtiges Lüften ist wichtig. Familie Bernhofer aus dem Tennengau hat sich für eine Lüftungsanlage im Haus entschieden. Eines schon mal vorweg, auch wenn Sie eine Wohnraumbelüftung haben, Sie dürfen natürlich noch ganz normal lüften. Im Zuge des Neubaus haben wir uns beschäftigt mit der Lüftungsanlage. Es war eigentlich Neuland für uns. Wir haben uns Prospekte und Energieberatung zugezogen. Aufgrund verschiedener Faktoren, wie zum Beispiel dass es sehr feucht war in unserem Schlafzimmer. Ich habe trotz 3-mal Lüften jeden Tag die Fensterrahmen abwischen müssen. Und das war sehr mühsam und auch die Luftqualität während der Nacht war sehr schlecht. Und da waren wir erstaunt, dass wir ziemlich hohe Werte gehabt haben von diesem CO2-Gehalt in der Luft. Also wir haben da gleich Werte erreicht von 2 bis 3000 ppm. Und meines Wissens ist so dieser Tausender Wert schon die Grenze, wo dann wirklich auch kein erholsamer Schlaf mehr stattfindet und auch Konzentrationsschwächen vorkommen können. Wir haben mit der Lüftungsanlage jetzt das im Griff. Wir haben wirklich diesen richtigen Austausch. Es wurde auch alles eingemessen, dass wir kubikmeterweise und auf uns abgestimmt die richtigen Luftwechselmengen jetzt einstellen können und sind sehr zufrieden damit. Kommen wir jetzt aber zur Lüftungsanlage im Speziellen. Diese wurde im Zuge der Sanierung gleich fix eingebaut. Sollte sie direkt im Wohnraum sein, wie hier bei unserem Beispiel, achten Sie darauf, dass sie auch leise läuft. Uns war es wichtig, ein System zu installieren, wo wir auch kein hygienisches Problem haben, in dem Sinn, dass wir Zuluft und Abluft einfach getrennt befördern oder abbefördern. Und dazu wurden eben diese Schläuche hier verwendet. Die wurden verbaut in den Wänden und am Boden entlang. Und so haben wir wirklich getrennte Luft. Die Zuluft kommt immer nur über Zuluftschläuche und die Abluft wird immer über Abluftschläuche befördert. Direkt in der Wohnraumbelüftung befinden sich auch die Pollenfilter, die Sie für die Reinigung der Luft benötigen. Bei unserem Gerät hier wird automatisch angezeigt, wann die Filter zu tauschen sind. Wenn Sie keine Wohnraumlüftung haben, sollten Sie auf jeden Fall mehrmals täglich lüften. Stoßlüften oder noch besser querlüften, also von einer Seite der Wohnung zur anderen. Zusätzlich zur Wohnraumlüftung kann man natürlich auch mit dem Fenster lüften. Einfach aufmachen, stoßlüften, das heißt wirklich das ganze Fenster aufmachen, ein paar Minuten durchlüften lassen und wieder zumachen. Und im Sommer, wenn die Heizung ausgeschaltet ist, spricht da gar nichts dagegen, wenn man in der Nacht das Fenster auf Kippstellung hat. Das Lüften sollte nicht länger als 3 bis 4 Minuten dauern. Viele stellen sich natürlich die Frage, ob man im Keller lüften darf. Die Antwort ist ein klares Ja. Man sollte im Sommer wirklich schauen, dass man nicht am Tag lüftet, sondern eher in der Nacht. Am Tag ist die Luft relativ warm und feucht. Und wenn die Luft in den Keller reinkommt, dann hat man ein massives Feuchteproblem. Soweit unsere Tipps.
Sollten Sie Fragen dazu haben, können Sie die Energieberatung der Salzburger AG kontaktieren. Hier bekommen Sie eine unabhängige Beratung. Alle Themen rund um die Salzburger AG finden Sie natürlich im Internet. Dort können Sie auch unseren regelmäßigen und kostenlosen Newsletter abonnieren. Sparen ohne Komfortverlust, das ist das Stichwort, wenn es um die Wassersparaktion der Salzburger AG geht. Wer Wasser spart, der spart auch bei den Heizkosten für Warmwasser und bei den Kanalgebühren. Vor allem im Badezimmer, wo täglich viel warmes Wasser fließt, lässt sich der Verbrauch durch wassersparende Duschköpfe und wassersparende Einsätze für Wasserhähne leicht reduzieren. Und das ohne Komfortverlust. Mit diesem wassersparenden Set der Salzburger AG spart eine durchschnittliche Familie rund 54 Euro im Jahr. Wir schicken Ihnen dieses Set gerne kostenlos zu. Und wie die Montage funktioniert, das zeige ich Ihnen jetzt. Ein passendes Werkzeug und eine genaue Anleitung sind dabei. Der Einbau ist ganz einfach. Mit dem mitgelieferten Werkzeug können Sie den Strahlregler lockern und abschrauben. Nehmen Sie den Einsatz heraus, den neuen Einsatz einlegen und wieder anschrauben. Man merkt keinen Unterschied zu vorhin, fühlt sich gut an und wir sparen nebenbei noch Warmwasser. Durch den Sparregler-Einsatz verringert sich der durchschnittliche Verbrauch von 8000 auf 5000 Liter pro Person und Jahr. Noch mehr Warmwasser kann sich ein Haushalt sparen, nämlich durchschnittlich 200 Euro im Jahr, wenn Sie einen wassersparenden Duschkopf verwenden. Und diese gibt es im Energieshop der Salzburger AG. Die gängigen Sparbrausen und Wasserspeinsätze eignen sich für fast alle Badezimmer. Nur wenn Sie das Wasser mit einem Niederdruckboiler erhitzen, dann müssen Sie darauf achten, speziell für diese Geräte geeignete Sparhilfen zu verwenden. Das Besondere an Niederdruckboilern ist, dass man sie nicht direkt an die Wasserleitung anschließen darf. Dies würde zum Platzen des Gerätes führen. Der Anschluss des Niederdruckboilers erfolgt über den Wasserhahn. Weiters ist zu bemerken, dass beim Aufheizen des Gerätes ein leichtes Tropfen am Wasserhahn zu beobachten ist. Ein Wasserspar-Set mit zwei Spareinsätzen, vier Dichtungen und dem passenden Werkzeug können alle Kunden der Salzburger AG jetzt kostenlos im Online-Service anfordern und damit Geld, Wasser und Energie sparen.